Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kids on Bikes Willowbrook. Ja, Leute, es geht direkt weiter mit einem kleinen Überflug der Kamera über den Wald, weg von einer Lichtung im Wald, die sehr überwuchert aussieht. Man sieht einen Schatten davon huschen. Die Kamera fliegt über die Wipfel und dann sieht man auf einem Feldweg, ungefähr eine Minute entfernt vom Wald, vier Kinder bzw. vier Teenager auf Fahrrädern, wie sie dort an einem kleinen Wanderrastplatz stehen und sich gerade unterhalten. Herzlich willkommen, Ben. Hallo, Anja. Hallo, Chris. Und hallo, Maggie. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hallo. Hallo. Hi. Ja, hiermit übergebe ich an euch. Ach so. Ja. Ja, also da vorne im Wald, da in diese Schneise rein, da hinten ist der Friedhof der Haustiere. Na dann, also sollten wir jetzt die Räder hier lassen, weil ich glaube, da durch den Wald ist, glaube ich, eher schlecht. Ja, hier draußen sollte sie jetzt auch niemand wegnehmen, denke ich. Wir sind ja dann doch ein kleines Stückchen außerhalb. Also ich zeige in die Richtung, wo es ist und würde die anderen anschauen und mich schon mal langsam in die Richtung bewegen. Ja, ich bin Feuer und Flamme. Ich freue mich. Ich freue mich, dahin zu fahren. Glaub kein Deut, was du da laberst, aber ich bin froh, dass ich nicht arbeiten muss. Von daher. Seid ihr sicher, dass die Räder hier einfach, dass wir die einfach hinstellen können? Ich meine, also habt ihr alle Schlösser dabei? Ein Fahrrad kann ich noch mit abschließen, aber Während du das sagst, Lisa, siehst du, wie Sam einfach ihr Fahrrad fallen lässt. Sie hat offensichtlich auch keinen Ständer. Es liegt halt einfach auf dem Boden. Schämt sich doch niemand. Ich stelle mein Fahrrad ordnungsgemäß an die Seite. Und zuppel so ein bisschen an dem Reifen, dass der nicht so ganz auf dem Weg liegt von deinem Fahrrad. Ich habe meins einfach ins Gras geschmissen. Man steht so am Rande, der Ständer ist draußen, aber ja. Bin eigentlich gerade schon eher so in Richtung des Friedhofes fokussiert. Ich laufe dann auch schon mal langsam los. Na, ich laufe danach. Lilith ist einfach wirklich überkorrekt, aber ich mag es auch sehr, dass sie so überkorrekt ist. Also Sam, nee, Harper findet super, dass sie so überkorrekt ist. Gegensätze ziehen sich an, das ist normal. Ja, genau. Ja. Ja. Ich gehe mit Steven vor, so recht zielstrebig in Richtung, weiß ich gar nicht. Ja, der Schneise im Wald, wo wir dann nochmal irgendwie so ein paar 100, 200 Meter nochmal in den Stückchen in den Wald rennen müssen, wo dann besagter Friedhof dann liegt. Während wir da langlaufen, ist das übrigens der Wald, wo die Leute verschwinden sollen, wenn man reingeht? Ich bleib kurz stehen. Was? Ja, ich hab mal gehört, es soll hier einen Wald geben, wo Leute drin verschwinden, wenn man reingeht. Na gut, damit ist ja dann der tiefere Wald dann gemeint. Nicht also der hier andere. Nicht. Wir haben keinen anderen Wald, es gibt nur den. Ja, aber der ist ja spannender. Der ist recht groß, oder? Ja, ja. Groß, ja. Ne? Ja. Ja, der geht dann von hier aus quasi bis an die Berge. Ja, ja. Ja, ne? Ja. So. Seid ihr sicher? Ja. Ja, dann wird es ein anderer Wald sein, auch wenn es nur einen Wald gibt. Bestimmt. Nein. Bestimmt. Du musst tiefer in den Wald. Also, diese Geschichten kenne ich, aber also ich laufe in der Zwischenzeit weiter, wo ich das erzähle. Du musst tiefer reinlaufen, damit du verschwindest. Oh, okay. Genau, ja. Ich lass nicht mal laufen. Nein, Quatsch. Also ich folge dir natürlich. Und ja, also wie gesagt, von dem Gerücht habe ich gehört, aber bis jetzt habe ich bloß Berichte gelesen von Leuten, die wirklich tiefer in den Wald sind, mit Zelt und oder
eine Wanderung tiefer in den Wald gemacht haben, aber hier am Waldesrand selber ist mir jetzt bis jetzt auch noch nichts passiert. Na gut, vielleicht werden sie ja von den Haustieren gefressen, die auferstanden sind, das wissen wir ja nicht. Ja, bin gespannt. Ich guck Sam ein bisschen skeptisch an dabei. Was denn? Du hast gesagt, die stehen wieder auf. Steven, du warst schon mal im Wald, ja? Hunger haben. Hier am Rand auf jeden Fall, ja. Aber warum stotterst du auf einmal? Und das war erlaubt, ja? Warum soll das nicht erlaubt sein? Dürfen wir hier einfach reingehen? Das ist ein Wald, warum soll man da nicht reingehen dürfen? Und selbst wenn, warum sollten wir uns daran halten? Ja, wenn da jetzt Regeln sind. Wenn da jetzt Zaun wäre oder so, dann könnte man ja schon überlegen, ob das nicht Privatgelände ist, ne? Und auf meinem Privatgelände, ich meine. Okay, ich guck mich um. Sehe ich irgendwo einen Zaun? siehst du einen Zaun? Steven, hast du irgendwo einen Zaun gesehen, als Nein. du das letzte Mal hier warst? Nein. Hast du ihn abmontiert? Nein. Gut. Und es ist doch helligster Tag. Was soll schon groß passieren? Wäre es jetzt dunkel, dann. Wo haben wir denn, Ben? Naja, jetzt ist es. Debattierclub war noch bis um 4. Das heißt, jetzt ist es so ein Viertel nach 4 vielleicht. Ja. Und es ist Sommer. Okay. Na, aber wirklich nur noch eine Stunde, ne? Also, ich will hier nicht mehr im Dunkeln sein. Ja. Ich möchte auch nicht im Dunkeln sein. Warum nicht? Auf Friedhöfen ist es gerade im Dunkeln schön. Ich habe ein Dynamo am Fahrrad. Dann nimm den mal mit. Bist du die Intelligente? Warum soll ich den Dynamo mitnehmen? Reiß. Es ja, macht also, keinen Sinn, Lisa. Ich laufe in der Zwischenzeit immer noch so ein bisschen weiter und verzählt so die Sachen, die ich vermeintlich weiß. Denk mal, das dann, halt auch dann erzähle. Ja, wie gesagt, das ist Kids on Bikes. Ja, genau, ja. Genau. Du hast ganz viel Verantwortung im Narrativ, ganz genau. Im OT gesprochen. Mhm. Im Endeffekt diverse Märchen, also gerade selber Gott was ausdenken. Es gibt eine Geschichte von 1700, wo jemand seinen geliebten Hund da hinten begraben hat und im Endeffekt 2 Wochen später bei Vollmond er dann, als er abends aus dem Haus rausgeschaut hat, den Hund über den Garten hat laufen sehen. Und er eigentlich auch genauso aussah wie den Hund, den er begraben hatte. Und solche Geschichten gibt es immer wieder. Mrs. Miller hat gesagt, das sind keine historisch korrekten Erzählungen. Na gut, was ist auch historisch korrekt? Das ist. Du darfst ja auch nicht immer alles glauben, was irgendwo drin steht. Du musst dich ja informieren. Ich würde mir Getier angucken mittlerweile. Alles langweilt mich jetzt schon. Ja, also ich fange an, mir Getier hier im Unterholz anzugucken. Ja, es scheint hier tatsächlich gar nicht so viel zu geben. Vielleicht ein paar Hasen, vielleicht ein Fuchs. Irgendwie sowas. Also, ja. Erstaunlich, dass es sehr so unbelebt ist, ne? Mhm, ja, würdest du auch sagen, ja. Ist euch aufgefallen, dass hier kaum Tiere sind? Schaut mal, wenn ich dieses Moos hier hochhebe, wäre recht wenig Asseln zum Beispiel. Also, das ist ungewöhnlich. Zack, ja, irgendwas ist hier. Okay. Irgendwas ist hier besonders. Schau mal, Lisa, hier, ich zeige dir ein Klumpen Moos, wo ein paar Asseln. Weniger Asseln als sonst. Verdächtig wenig Asseln. Ich beäuge das Moos ganz, ganz kritisch. Ich halte da Spinnen drin? Warte, ich gucke und ich wedel damit so ein bisschen rum und nee, gerade keine. Okay, dann komme ich näher ran und guck.
da sind wirklich wenig Insekten drin. Also, wenn man so überlegt, wie viele Insekten wir normalerweise so bei uns haben, das ist wirklich, wirklich echt wenig. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind hier irgendwelche Giftstoffe oder so abgeladen worden. Wir sollten uns nicht allzu lange hier aufhalten. Ich schneide meinen Rucksack ein bisschen enger, den ich natürlich aufgesetzt habe. Bin auf einmal relativ zielstrebig, so nach dem Motto, besser schnell hier durch, als sich zu lange hier aufhalten. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal da vorne, wenn wir links abbiegen, da vorne an der Kreuzung, dann sind wir auch schon gleich an dem alten Tierfriedhof. Ja, cool, ich bin überzeugt und gehe nach vorne voraus und halte die Augen offen nach Tierkadavern. Ja, du findest erstaunlicherweise keinen Tierkadaver. Also Gräber, Grabsteine. Nee, also erstmal so den Weg entlang. Aber dann kommt ihr tatsächlich auf diese Lichtung. Und diese Lichtung ist komplett überwuchert von Efeu und Gräsern. Nur kleine Hügel zeigen euch, dass da halt irgendwie dass da wohl Grabsteine drunter sind. Also die halt einfach komplett zugewuchert, überwuchert sind. Hey, Steven, du hattest recht. Ich geh mal zu einem Grabstein hin und mach das Gemüse weg. Mhm. Ich bin so ein bisschen in der Nähe von Harper. So ein bisschen. Hier ruht Fluffy. Mein treuer Cocker Spaniel, 1920 gestorben. Ja, okay, es ist ein Tierfriedhof, ich gehe zum nächsten, da steht dann hier ruht, hä? Genau, hier, nein, hier ruht, ja, genau, der Rex, mein Hütehund, Ruhe in Frieden. Okay, ja, aber das, Steven, guck mal, das ist von 1900. Also jetzt, von vor 60 Jahren. Also. Ja, der Friedhof geht ja auch noch ein bisschen weiter nach hinten und ich vermute mal, dass die älteren Gräber gerade eher im hinteren Bereich sind. Der etwas mehr zugewuchert ist, der ein bisschen unzugänglicher ist. Also ich finde, das sieht hier schon echt cool aus. Ich bin immer noch underwhelmed. ja, okay. Wenn dann ist hinten irgendwas Cooles, sagst du? Und ich gehe versuchen, weit nach hinten zu gehen. Mhm. Ich schlag mich da so durch. Okay. Mach mal bitte einen Railed-Wurf, also einen Wurf ohne Mindestwurf. Je höher du würfelst, desto besser ist es, und zwar auf Klugheit. Das ist nicht meine Stärke. Tja. Sams auch nicht. Tja. Das ist eine 3, immerhin. Also eine solide 3. Die sehe ich halt gerade nicht. Ach doch, da! Oh auf mein dir. Gott, sie ist auf meinem Gesicht. Warte. Kein Wunder, dass du sie nicht siehst. Okay, eine solide 3. Ja, also er hat schon recht. Also die Gräber sehen immer verwitterter aus. Also je weiter ihr nach hinten kommt. Und ja, so im hinteren Teil reden wir dann von Gräbern von 1880. Das älteste Grab, was ihr so findet, mit einem Datum drauf. Also Lisa ist der festen Überzeugung, also da, zu der Zeit war es halt echt nicht üblich, Haustiere zu beerdigen. Das ist halt super unüblich. Ich meine, Amerika gibt es seit 1776. Hm? Was? Schon sehr. Ich sage, Amerika gibt es seit 1776. Mhm. Mit dem 18. Jahrhundert, also Ende des 18. Jahrhunderts, Tiere begraben werden, dann ist das sozusagen nach der Gründung von Amerika, was sehr weird ist. Ja. Ja.
Habe ich denn in den Büchern, die ich in der Schule mitgenommen habe, irgendwas, steht da irgendwas drin über die, über den Wald, also beziehungsweise über den Abschnitt des Waldes, beziehungsweise über den Friedhof? Ich hab die ja überflogen. Eigentlich nur sehr ja, rudimentär, würde ich jetzt sagen. Also, es bezieht sich halt viel auf den Wald an sich, ne? Okay. Ja. Genau, ich schnapp mir kurz eins dieser Bücher, wo das drinsteht und suche gerade geschwind etwas. Ja, der Bord ist gerade aus, glaube ich. Nee. Okay. Der Sven hat die Musik gewechselt. Ja, Entschuldigung. Und such gerade nochmal so eine passende Passage, wo der Friedhof auch nochmal irgendwie vielleicht auch zeitlich erwähnt wird. Was hast du denn da? Zeig mal. Das habe ich heute aus der Schulbücherei ausgeliehen, wo es... Ausgeliehen, hast du das? Mhm, genau. Und da steht was drin über diesen Friedhof? Also auf jeden Fall über den Wald. Und wenn ich mich noch recht entsinne, stand auch was über den Friedhof drin. Zeig mal her und ich nehme ihm das so aus der Hand. Während die drei sich um dieses Buch rangeln, hole ich mein Fotoapparat heraus und fange an, die Gräber zu fotografieren. Du hast ein Fotoapparat? Wie cool ist das denn bitte? Ja, ich mag das so gerne und manchmal ist das Licht genau in der richtigen Ecke und wenn das dann aufs Grün fällt und das ist schon echt cool. Ja, vielleicht, aber ist doch dann eigentlich danach egal. Also, das sind doch eh Schwarz-Weiß-Fotos. Also ich würde tatsächlich das Buch mal durchblättern und versuchen, was zu finden über diesen Friedhof. Okay. Weil ich das nicht glauben kann, dass da wirklich was drüber geschrieben steht. Ja, Steven, ist da was drin drüber geschrieben oder nicht? Oder, Ich würde sagen, sehr am Rande. Er wird erwähnt. Ich glaube, er wird auch erwähnt, dass es selten ist im Endeffekt, aber dass das wohl früher eine Tradition war. Ja, sowas in die Richtung, aber halt. Mhm. Aber halt auch viel so, so allgemein über diesen großen Wald im Endeffekt. Also es ist ein bisschen versteckt. Mhm. Und es wird erwähnt, dass es Legenden gibt oder irgendwie so alte Legenden. Ja, ja. Und da schreite ich jetzt einfach mal ein, ganz frech. Denn du kommst tatsächlich darauf, dass dieser Friedhof ursprünglich überhaupt kein Friedhof war, sondern ein Mausoleum für liebgewonnene Tiere, die im letzten Krieg, was auch immer in dieser Geschichte der letzte Krieg war, wie Menschen gefallen sind und denen hat man in diesem Mausoleum wohl eine letzte Ruhestätte eingerichtet. Mhm. Oh. Ich guck mal, von wann das Buch ist. Das war ungewollt. Das Buch ist, eine Sekunde, der Sven ist ja nicht ganz unvorbereitet, 1935, dritte Auflage. 1935, dritte Auflage, okay. Jetzt bin ich geschichtlich tatsächlich gar nicht so gut bewandert, was 1935 für Amerika der letzte Krieg war. Ben, du bist gemutet. Ja, aber Andi hört mich ja. Start, Zweiter Weltkrieg. Kurz vorm Start. Ja, das heißt entweder Erster Weltkrieg. Der ist vorbei. Genau. Ja, genau. In der dritten Auflage, in der dritten Auflage vorbei. Sehr wahrscheinlich dann aus dem Ersten Weltkrieg dann sagen, das Mausoleum. Naja, das Mausoleum ist älter als 1880. Oder ja, genau. Dann wäre es der 30-jährige Krieg, aber der war nicht in Staaten relevant. Das ist korrekt. Gut, muss ich aber gestehen, bin ich jetzt auch so nicht bewandert, aber es ist einfach irgendwas vorgefallen. Das kommt mal da so. Während Lisa in die Forschung geht über das Buch und Steven mit Lisa da fachsimpelt, grabe ich noch ein bisschen rum und will auch ein bisschen gucken, ob da wirklich irgendwelche Tiere noch ist. Und ich gucke mal, ob irgendwelche Würmer oder sowas im Boden ist.
Okay, also du willst quasi so ein komplettes Grab ausbuddeln, oder? Nee, das habe ich nicht gesagt. Dann hätte ich gedacht, ich würde da jemanden exhuminieren. Das ist korrekt. Aber das hätte ich dann gesagt. Okay. Nee, ich würde so ein kleines Loch buddeln. Mal so hier am Grabstein irgendwie runterbuddeln an der Kante oder so. Mhm. Und ein bisschen in die Erde buddeln. Zwischen den Gräbern, keine Ahnung. Ich würde so ein bisschen rumbuddeln. Ja, nein. Die Antwort auf deine Frage, kein Wurm, keine Assel, keine Ameisen, nischt. Ja. Ja, schade. Sam, ich wollte deinem Frettchen eigentlich einen Wurm zu geben, aber. Keine das, da? Nee, gar nichts. Gar nichts. Verhält sich mein Frettchen irgendwie anders? Nö, ne? Ist ganz normal, wenn es bei mir ist. Ja, ja, ja. Okay. Ja, du. Das ist sehr merkwürdig. Ich würde auch mal so an der Erde riechen und so. Also, das ist sehr sauer. Also, alles, was hier wächst, ist halt einfach das Efeu. Also, du würdest sagen, nichts anderes wächst hier. Super saurer Boden. Okay. Bürgerkrieg wäre vielleicht noch relevant, das stimmt. Innerhalb der Staaten wäre der Bürgerkrieg dann im 19. Jahrhundert, genau, 19. Jahrhundert. Sklaverei, Fragezeichen. Aber, je nachdem, wo man ist. Aber krass, dass das Efeu dann hier trotzdem wächst. Aber genau, also es wächst nichts außer das Unkraut und das Efeu hier. Genau. Das ist aber schon sehr merkwürdig, aber ich würde auch dann, glaube ich, also der Boden ist nicht so gesund. Da, wo wir sind, das ist nicht so gesund. Ich weiß nicht, wie gut es ist, dass wir hier rumlaufen. Gebe ich mal so zu bedenken. Normalerweise ist es eigentlich immer Getier und keine Ahnung, auch ein paar Spinnen oder so. Ich bin aber noch nicht in ein Spinnennetz gelaufen. Das beunruhigt mich. Das finde ich gar nicht schlimm. Haben wir denn in der Zwischenzeit irgendwas im Buch weiter geschafft? Ja, das Mausoleum. Also, dass es hier wohl ein Mausoleum geben soll. Ich würde mich umschauen und gucken, ob man irgendwie was sieht. Also, eine Routine sozusagen. Genau, also erzählt ihr das mit dem Mausoleum und so? Weil ihr stöbert ja gemeinsam in dem Buch. Ich würde sagen, wir haben recht normal geredet, also. Ach so, damit okay, ja. Ja. Wollen wir das Mausoleum vielleicht noch suchen und dann gehen wir? Wir können auf jeden Fall mal gucken, ob es vorhanden ist. Ich gucke kurz so ein bisschen in den Himmel, was die Sonne macht. Scheint. Also, wie sie steht, ob sie bald untergeht oder es, so. Es ist Sommer. Es ist 17 Uhr. Es ist noch 4 Stunden hell, Minimum. Ich schau trotzdem. Du kannst im Wald auch die Sonne lesen. Alles klar. Nein, ich will einfach nicht lesen. Einfach bloß so gucken und dann so, weißt du, also, so ein Seitenblick einfach so, sozusagen. Ja. Nur zum Versichern. Ja, also von der Helligkeit des Himmels würdest du noch sagen, es sind 4 Stunden, 5 Stunden, die noch hell ist. Hier, wo ihr seid, mitten im Wald, wo die Sonne halt einfach nicht mehr direkt über euch steht, ist es natürlich einfach ein bisschen schattiger, dunkler. Oh, und angenehm kühler. Gut. Ich würde gucken, ob ich irgendwas sehe, sozusagen. Weißt du, irgendwie so eine größere Anhäufung, sozusagen, oder eine Art Mauer. Also du guckst dich nach dem Mausoleum um. Genau, also okay. Oder nach den Überresten. Okay, du... Weil es ist ja so nicht ersichtlich. Du, wenn du die offene Fläche verlässt und so 4-5 Meter in den Wald hineingehst, findest du ein aus Stein erbautes, also aus Bruchstein, aus Granit gebautes Mausoleum. Okay. Leute, ich glaube, hier drüben ist es, das Mausoleum. Ich komme hingestapft. Was wir gerade eben im Buch gesehen hatten. Ich mache Fotos. Ja, cool. Ich bin Feuer und Flamme und finde es total spannend. Gibt es eine Tür? Ja, die hängt so halb in den Angeln. Und natürlich ist ja alles so ein bisschen auch am Verrotten. Es kümmert sich hier ja niemand drum. Aber was euch definitiv auffällt, ist, das Mausoleum ist schon ziemlich prunkvoll.
Was heißt prunkvoll in dem Zusammenhang? Also kann man irgendwelche Steinornamente sehen? Oder? Genau, ganz genau. Und Statuen von sitzenden Hunden vorm Eingang und Halterungen für ewige Lichter. Ne? Also das, was wir halt als Grabkerzen kennen, damit man die reinmachen kann. Und ja, also das ist schon... Ist schon... wild romantisch. Ja, also Sam ist gerade völlig begeistert. Die knipst ein Foto nach dem anderen weg. Wie viele Filme hat die denn dabei? Aber es ist übrigens keine Polaroid. Also es ist eine richtige Kamera. Ja, aber Kamera. Genau. Ja, dann hast du auch 24 Fotos. Ich bin so alt. Ja, ich hab's noch erlebt. Aber es kann sein, dass du wohlhabend bist und einen Farbfilm hast. Vielleicht hast du auch 36. Aber das ist dann so das Höchste der Gefühle. Das ist geil. Okay, Ben, so wie du für Tiere immer was zum Futtern dabei hast, was du halt gerade brauchst, hat Maggies Charakter vielleicht ja immer Filme dabei, die sie braucht. Es sei denn, der Sven sagt, Der Chat sagt auch, Sam Hamster mit den Fotos. Das ist eine Ressource, aber das ist eine gute, das kann natürlich sein, dass Fotos ihre größte Stärke sind. Tja, könnte sein. Wir werden es erleben. Oder vielleicht auch fotografisches Gedächtnis oder sowas. Und sie hat für jeden Foto... spannend. Aber... Auf Fotos sieht man vor allen Dingen auch manchmal Dinge, die man mit dem Auge nicht sieht. Ich würde die Tür einfach eintreten, um das mal hier kurz abzukürzen. Ja, es scheppert laut, als die metallbeschlagene Tür nach innen getreten wird. Und jetzt sind sie wach. Ich zucke zusammen. Und ihr dürft alle dürft ihr einen offenen Wurf auf Klugheit würfeln. So, da hau ich mal einen raus. Alle vier, ich kritte, sauber. Ja, du krittest, du darfst nochmal. Ich bin hier. Hey, ich darf auch nochmal. Easy. Mhm. 4, 4 und 3. Okay. Ja. Gut, Ben ist bei einer 11. Ja, mit einem W4. Harper ist bei einer 11. Lisa ist bei einer 7. Steven. Ich bin vollkommen schockiert. Ist bei einer 15 und Sam ist bei einer 7, richtig? Ja. Ich müsste auch bei einer 7 sein. Ja. Okay, gut. Intelligente Truppe hier. Euch allen fällt auf, dass von Kerzen, die nicht so sonderlich alt aussehen, Entschuldigung, Rauchfähnchen aufsteigen, weil sie anscheinend gebrannt haben und der Luftzug der eingetretenen Tür sie jetzt wohl gerade ausgepustet hat. Hier war eben noch jemand. Ha! Guck an! Wait. Das ist interessant. So. Ich fühle mal, also ich gehe wirklich zu der ersten Kerze, wo ich hinkommen kann, also um nicht zu tief reinzugehen, und fühle mal einfach. Du warst, ja, okay, easy. Die Kerze ist vor circa 45 Sekunden ausgegangen. Das Wachs ist noch warm. Der Geruch deutet auf Bienenwachs hin. Und es scheint sich um gezogene Kerzen, also handgezogene Kerzen zu handeln. Was noch? Anscheinend ist dem Bienenwachs irgendwie noch was beigemischt worden. Ein Geruchsstoff, der dir jetzt erst so ein bisschen auffällt. Der erinnert dich an etwas. Riecht ihr das? Woher kenne ich das? Also es riecht also, so ein bisschen herbe, etwas strenger, und diese Duftnote ist sehr, sehr intensiv. Riecht diese Duftnote wie Sam? Ja! Riecht diese Duftnote nach Patchouli.
Ein bisschen. Woher kenne ich das? Ich, Sam, hier riecht nach dir. Warst du schon mal hier? Nein. Ach, mein Zimmer. Oh. Aber das ist cool. Ich checke mal ganz kurz, ob ich in meinem Rucksack Platz habe, um die Kerzen mitzunehmen. Ja, hast du. Sehr gut, ich fange an, sie einzupacken. Mhm. Ich würde welche anzünden. Was ist das? Hör auf, die gehören doch irgendwie. Man darf doch nicht einfach Sachen mitnehmen. Ich sag doch, ach, hier ist irgendwas im Gange. Glaubt ihr es mir jetzt? Türen kaputt machen darf man auch nicht. Ja, aber Leute, ihr seht doch, hier ist doch irgendwas, oder? Da stimmt ihr mir doch jetzt zu, dass hier irgendwas nicht normal ist. Während Harpe die ersten Lichter mit seinem Zippo-Feuerzeug entzündet, auf dem anscheinend etwas eingraviert ist, was er aber zu schnell wieder wegsteckt, als dass ihr es sehen könntet, seht ihr tatsächlich, dass hier mehrere Totenbetten sind, also in den Wänden eingelassene Vertiefungen, die natürlich mit Steinplatten abgedeckt sind. Aber an der Stirnseite, also gegenüber der Tür, ist eine Art Schublade, was man tatsächlich erkennen kann, weil die so einen Griff hat. Das haben die anderen alle nicht. Wie? Darf ich ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen, bevor natürlich wir jetzt weiter reingehen? Ich wollte dich eigentlich, bevor du den Wurf gemacht hattest, noch gefragt haben, ob ich bei dem Knall von dem Türeintreten bemerkt habe, dass Vögel weggeflogen sind oder ob auffälligerweise keine Vögel weggeflogen sind. Hätte ich Vögel beschrieben, wenn sie da gewesen wären? Ja, hättest du. Wahrscheinlich. Oder ich hätte es vergessen. Weil ich es nicht beschrieben habe, ist es nicht passiert. Okay. Wie hell oder dunkel ist es jetzt in diesem Gebäude? Also? Naja, Sam hat sich so 3-4 Kerzen eingesteckt und Harper hat halt gerade so 2 angezündet und das gibt halt ein relativ spärliches Licht. Okay, wir sehen alle diese Schublade? Ihr seht die alle, ja. Nur kurz, keine Ahnung, Tür, Gang, selber rechts, links, Kerzen, 2 in der Hand, gib eine an Sam weiter. Und sie vor mir eine Schublade. Und eingesteckt. Genau, genau. Nee, die brennt sich ab. Die stecke ich nicht einfach rein. Also vor mir ist ein Griff. Mhm. Nee, aber genau. Am Ende des Ganges ist ein Griff. Ja. Wie viel Meter ist es denn entfernt? Ich bin einfach sehr straightforward. Okay, das Mausoleum ist jetzt nicht so groß. Das sind 4 Meter in der Länge. Ja, sie seht mich sehr zielstrebig auf diesen Griff zu wandern. Ich leuchte mit. Du komm wieder raus. Ich würde mit ein bisschen Abstand einem Harper folgen. Ich bleib an der Tür stehen. Aber ich schaue mich auf jeden Fall viel um und gucke dann doch ein bisschen ängstlich nicht, aber so ein bisschen wie beschreibt man das? So ein bisschen unwohl fühle ich mich. Mhm. Aber ich folge Harper. Mhm. Ich würde mich ja normalerweise auch unwohl fühlen, aber es gibt ja noch nichts, ne? Ich glaube ja, ist ja alles sehr einfach hier, ne? Ist halt irgendwas Mauseliges, Mauseroliges, keine Ahnung. Und, also, ich weiß ja, das darf die Lisa jetzt verifizieren, aber die ist jetzt kein Fan von Spinnen. Wenn ich das weiß, darfst du kurz nicken. Okay. Während ich so vorwärts gehe, sage ich, hui, ganz schön viele Spinnen hier. Ich sehe keine, aber... ich gucke irritiert ihn an, lass ihn aber reden, weil ich laufe ja nebenher und leuchte mit. Ja, genau, und gehe weiter. Ich komme gleich, Lisa. Dein Frettchen hat sich seit ungefähr 3 Minuten nicht mehr bewegt. Es hat sich in deinen Nacken verkrochen und hat sich da anscheinend ein Nest in deinen Haaren gebaut. Vielleicht schläft es. Wer weiß das schon? Naja, es macht's ja eigentlich öfter, ne? Ja. Wollte dich nur mal darauf hinweisen.
Ich stupse mal ganz leicht so, während ich noch leuchte. So. Mal gucken, ob er noch lebt. Ja, du spürst, dass er atmet. Aber es fiepst nicht. Zittert er? Nö, aber er fiepst auch nicht. Er macht kein Geräusch, er bewegt sich kein bisschen. Also er ist komplett auf Spannung. Du drückst so nur rein, okay. Und er ist quasi ein Brett. Harp. Ja, hier, hi, ja. Silver ist sehr angespannt. Wir sollten vielleicht vorsichtiger sein. Ja, solltet ihr. Harp, komm da raus jetzt. Sagt doch, hier ist irgendwas. Es ist doch, gar nichts. Hier sind Kerzen. Ich meine, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Du kennst hast die Tür Tiere. Kaputt gemacht. Die war schon mehr kaputt als heile. Jetzt bitte euch. Jetzt mein Zaun ist jeden Morgen mehr kaputt als diese Tür. Also, ich bleibe auch wirklich am Punkt stehen, wo ich das bewusst bemerkt habe, dass Silver nicht mehr wirklich reagiert. Okay, also vor der Schublade. So auf Höhe von Harper. Ja, ich dann auch. Mhm. Ja. Jetzt bin ich ja eigentlich schon an der Schublade. Du bist schon an der Schublade, ja. Doch, dass hier irgendwas komisch ist. Also während ich, als ich halte, pass auf, ich halte die Hand an der Schublade, drehe mich so rum und grobmotorisch, wie ich bin, mache ich die auf, während ich mich rumdrehe, möchte aber eigentlich sagen, ja, okay, ich mach's nicht. Mach sie aber dabei auf. Das heißt, du guckst in dem Moment nicht rein, aber ich kann reingucken. Wenn du das möchtest, kannst du reingucken. Ich habe auf jeden Fall aufgemacht und euch angeguckt. Stimmt, Steven ist ja auch dabei. Ich stehe auch neben, also so ein bisschen versetzt so hinter ihm und kann so, denke ich mal, auch so, ich weiß nicht, auf welcher Höhe sie ist, aber ich könnte wahrscheinlich reingucken. Wenn da jetzt irgendwelche Kräfte rauskommen, die Augen verätzen, dann seid ihr fällig, ich nicht. Genau, so habe ich das gut, genau. Ich habe so eine Brille. Ja, wer hat nicht Indiana Jones und die Bundeslade gesehen, ne? Ja, also von rechts und links. Von rechts guckt Steven, von links guckt Sam. In die Schublade, als du sie so aufziehst. Aber ich mach das hier doch gar nicht auf. Genau. Ja, darin liegt ein Buch in Leder gebunden mit Schnallen, mit Metallschnallen. Das Buch wirkt sehr, sehr alt. Jetzt drehe ich mich kurz rum, sehe das Buch und sage, ah, ist nur ein Buch, egal. Können wir wieder gehen. Ja. Ein Buch? Was für ein Buch? Ja, keine Ahnung, irgendein oller Schinken, Leder, hässlich. Stinkt ein bisschen, ist eigentlich können wir also, sehen lassen. Was steht denn da drauf? Buch. Sieht das noch sehr gut erhalten aus oder sieht das wirklich aus, guck als ob es auseinander? Das klingt langweilig. Also, können wir es los? Das ist ja wirklich es sieht nicht so aus, als würde es gleich auseinanderfallen. Sieht schon okay aus. Also ich wage mich, also ich sehe das Buch und finde es natürlich sehr interessant, wage mich im Endeffekt auch so ein bisschen aus dem Schatten von Harper raus. Sag mal so, die Angst ist so in diesem Augenblick so ein bisschen abgefallen, weil so dieses Buch und es, ich finde es sehr interessant und würde, glaube ich, danach greifen. Ich leuchte ihm ein bisschen mehr, damit er mehr sieht. Ja, du greifst das Buch und ich bin gelangweilt und gehe wieder. Ja. Es passiert nichts. Ja, also du ziehst das Buch da raus und das ist ein steht Buch mit metallenen Schnallen. Also so ein Buch hast du halt noch nie gesehen. Ja, das, es steht auch nichts drauf. Es steht auch nichts auf dem Buchrücken. Und es ist verschlossen. Verschlossen. Ja. Also diese Schnallen sind halt so eingehakt. Okay, also das heißt, wenn ich da dran ziehe, dann bewegt sich da auch nichts groß und man kann jetzt auch nicht irgendwie so reinspiegeln. Du musst es aufschlagen. Und ich haue auf das Buch drauf und dann springt es auf, hoffentlich. Okay, es springt auf. Ihr hört ein kurzes. Könnte aber auch. Tumpe Charaktere loben. könnte aber auch nur eine Einbildung gewesen sein. Ich gefriere in meiner Bewegung. Mir wird schlecht. Habt ihr das auch gehört? Ja. Also ich mache ganz große Augen auf jeden Fall und jetzt kommt doch mal da raus mit dem Buch. Halt das Buch immer noch in der Hand?
Ja. Also auf der Kante von der Schublade irgendwie so, ne? Ja, also du hast das ja so ein bisschen hin und her gewendet, hast es so abgelegt, hast so an den Verschlüssen geguckt und Harper meinte so, man muss da draufhauen. Hat dann mal voll draufgehauen, dann haben sind die Dinger halt aufgegangen und das Buch ist halt so schwupp ein kleines bisschen quasi so aufgesprungen, weil es ja auf Spannung ist alles. Ja. Und dabei hat man dann das Geräusch gehört, wenn ihr es denn, keine Ahnung, ob ihr es gehört habt. Was weiß denn ich? Auftrag? Daher kommt der Begriff Buch aufschlagen. Das ist korrekt. In mir gehen zwei Dinge vor. Das Buch interessiert mich, aber ich habe auch gleichzeitig Angst. Weil es dann doch eine sehr verstörende Sache ist, die gewisse Seiten in mir dann doch zum Schwingen bringt. Ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich das Buch schnappen und rausgehen. Also in Richtung Tür, wo Lisa gerade steht. Ja, wir haben das ja jetzt gehört. Das ist ja schon irgendwie mit dem Luftzug oder so, ne? Hier muss irgendwie so ein... Irgendwas habe ich gehört, sein. Ja, aber ja. Ich weiß nicht, was es war. Ach ja, wenn der Wind so heult, weißt du, wie bei einer Bierflasche, wenn er so pustet, du. Ja, so ein bisschen. Irgendwie so. Ja. Ich komme aus meiner Starre raus, sehe, wie die zwei schon wieder zurückgehen. Guck nochmal zur Schublade. Gucken wir das nochmal an, ob das aussieht vielleicht wie ein Altar oder sowas. Sieht das aus wie ein Altar? Ist es irgendwas Auffälliges oder sowas, was man vielleicht noch zuordnen könnte? Oder ist es einfach nur random eine Schublade, wo was drin war? Das darfst du entscheiden. Du hast Narrativ. Ach, das darf ich entscheiden? Ja, genau. Du hast Narrativ. Ja gut, dadurch, dass es ein Mausoleum ist, wird bestimmt irgendeine Statue da stehen. Mhm. Ist die Frage, wie gut die noch erhalten ist. Gut. Wenn alles andere schon ein bisschen kaputt gegangen ist. Aus Granit, also diese Dinge sind alle noch sehr gut in Schuss, ja. Ich habe zwar nicht sehr viel Licht, aber ich mache vorsichtshalber mal ein Foto davon. Ich weiß ja, dass man sowas auch überlichten kann. Und das ist schlau. Gehe dann doch mal mit so einem gemischten Gefühl, so wie als wenn es mir doch eisig den Rücken runtergelaufen ist, wegen dem Geräusch auch. Und ja, vielleicht gerade zu sehr Friedhof ist, auch wenn ich mir das nicht eingestehen will. Sehe ich unter der Statuette oder nein, könnte ich unter der Statuette, die da ist, oder der Statue ein Schild entdecken? Sicher? Was stünde denn da drauf? Sowas wie hier ruht oder so in Gedenken an oder diese Gruft ist gewidmet dem. Ja, bei Familiengruften oder sowas steht das immer bei, ja. Ja, genau. In Frankfurt, ja, genau. Es gibt immer so Schilder. Och, mach doch nicht so eine Musik an. Das ist schon sehr bewusst gemacht. Hier ruht Harper, Stadtechat. Ja, kennt mich mal. Sozios nostros honoremus. Gesundheit. Steht da auf einer Kupferplakette. Sozios nostros. Sozios nostros honoremus. Muss. Sozios nostros homerus. Honoremus. Oder okay. Honoramus kann auch sein. Mein Latein ist ein bisschen eingerüstet. Hat Harper das vorgelesen? Genau, erzählt ja, das oder? Ich würde das einfach vorlesen, ich verstehe es halt nicht. Lisa, was heißt denn Sozios Nostros Honorus? Und ich würde das einfach mal so in den Raum rufen. Einmal quer durch das Ding. Was? Sag nochmal. Sven, kannst du es nochmal? Sozios Nostros Honorarus. Honoramus. Oder Honoramus. Genau. Ist schwierig zu erkennen. MN. Irgendwie so. Mhm. Freunde, Sozius, der Freund vielleicht oder so. Versteh das hier? Also. Moment, du kannst Latein? Also, das ist jetzt die Frage, kann ich das oder kann ich es nicht? Nein. Also ich kann es persönlich auch nicht, deswegen brauche ich es nicht zu spielen. ihr seid Teen. Keiner von euch hat in der normalen Schulbildung Latein.
Ich wollte gerade so fragen, also in Amerika haben wir ja kein Latein als normales Unterrichtsfach. Besteht für mich die Möglichkeit, durch eine meiner AGs, das in irgendeiner Form zumindest schon mal von Latein gehört zu haben? Wenn du mir... Also, dass das Latein ist? Wenn du mir zwei Token gibst, dann weißt du, dass das Latein ist und ich kann dir eine Herleitung geben. Für zwei Token. Das ist cool. Aber ich weiß es auch so, aber das ist OT-Wissen. Jetzt muss ich mal fragen, ich bin ja, von meinem Charakter her, bin ich ja zum Teil ja in diesen Verschwörungsgeschichten drin. Mhm. Sagt mir daher nur ein bisschen, könnte ich wissen, in welche Richtung die Sprache geht oder nicht? Das ist eine fremde Sprache. Das könnte auch indianisch sein für dich. Gib die Token aus. Ja, mach ich. Immer raus mit den Dingern, die kriegen wir vom Chat wieder oder durch gute Leistung. Nee, wenn ihr Würfel verkackt. Okay, du gibst mir die zwei Token, dann ziehe ich dir die jetzt ab. Du hast nämlich vorhin einen von Hansa gekriegt. Ja. So. Danke nochmal. Schwuppdiwupp, da sind sie weg. Guckt, Leute, wie schön das funktioniert. Danke, Matti. Sozius bedeutet, oder Sozios bedeutet Gefährte. Nostros bedeutet unsere und Honoramus oder Honoramus bedeutet wir ehren. Genau, ich hätte es mit unsere ehrenhaften Freunde oder Brüder übersetzt, aber ja. Okay, also ich einzeln kann ich mir die Wörter irgendwie erschließen oder zusammensetzen. Genau. Okay, also... Also, du weißt, ich hab da mal was Sozios, ich hab da mal was. Sozial und Honoramus, ne, Honor, Ehre, ne, wir ehren, kannst ja auch noch ein bisschen herleiten und Nostros hast du halt mal gehört. So, bums, fertig. Also, im Zusammenhang, dass ich hier für das Wissenschaftsquiz da gelernt habe, also, das könnte sowas heißen wie... wir ehren unsere Gefährten oder sowas. Also vielleicht unsere tierischen Gefährten oder sowas, wie die Tiere, die hier sind. Das wäre so das Logischste irgendwie. Bin ich in der Zwischenzeit eigentlich, während das stattfindet, schon bei dieser dann? Also an der Tür, beziehungsweise so draußen? Ja. In der Luft, okay. Ja, alles gut. Ja. Ich würde dann in der Zwischenzeit auch schon mal versuchen, das Buch aufzumachen. Nachdem es jetzt da wohl schon ein Stück aufgesprungen ist. Okay. Also du schlägst es auf, also machst du die Schnallen komplett weg und dann schlägst du es auf und es ist das schon schwer. Und auch relativ schwergängig. Gerade wenn man das so mit einem Arm halt hält und dann so aufmacht, ne? Da sind komische Zeichnungen drin und eine komische Schrift und Okay, es ist ein Buch. Ich kann nicht gucken. erkenne ich die Schrift oder erkenne ich, wie alt das Buch ungefähr sein könnte, weil ich lese ja super viele Bücher, ich habe ja so ungefähr ein Verhältnis und kann abschätzen, keine Ahnung, ob das eher 10, 20 oder 60 Jahre oder eher 120 Jahre alt ist. Ist schwer zu sagen. Ist halt in einem sehr guten... Ist in einem sehr guten Zustand. Ja, es könnten 100 Jahre sein, es könnten auch 150 sein. Okay. Ja. Sei vorsichtig, das ist voll alt. Mach das ganz vorsichtig auf. Ich sag doch, das ist... irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ganz komisch. Du musst vorsichtiger sein mit den Seiten. Fass die nicht so grob an.
Erinnert mich das an irgendwas, wenn ich, während ich da so durchblättere, da ich ja so mich ja mit der Thematik zum Teil in diese Richtung ja beschäftige? Also, ich schätze mal, dass es in die Richtung gehen könnte. Dir fällt ein Satz auf. Also darin, den du auch wieder den du wieder wiedererkennst, zumindest ein bisschen. Okay. Direkt auf den ersten Seiten einer krakeligen Schrift steht geschrieben: Miserere mei ego sum maledictus. Und du weißt eine Sache aus der Kirche von deiner Oma. Die singt häufiger auch mal so Kirchenlieder. Da gibt's das Miserere mei. Und das bedeutet, bedauere mich oder erbarme dich. Genau. Okay. Ja. Also ich weiß, was das übersetzt bedeutet im Endeffekt. Genau, weil dir das deine Oma halt mal erklärt hat. Erbarme dich, Gott, wegen meinem Leid. Hier in dem Buch steht, oh Gott, kannst du das mal bitte wiederholen, damit es... Ich packe es in den Chat. Erbarme dich und Maledictus ist das Leid. Also Maledictus ist der Fluch. Das weißt du gar nicht. Ja, ergo sum, erbarme dich unserer. So. Ego. Ego. Also ego sum, ja. Ich sage im Endeffekt, also hier im Buch steht drin, erbarme dich. Ego sum. Oh Gottes Willen. Also ich kann hier eine Stelle in dem Buch kann ich lesen, weil meine Oma mir das erklärt hat. Das ist ein Teil eines kirchlichen Liedes, wo es darum geht, erbarme dich. Das wird in der Kirche zum Teil gesungen. Was sind da eigentlich für Zeichnungen so drunter? Wie wirken die so auf mich? Ganz unterschiedliche Zeichnungen von geometrischen Formen, künstlerische Darstellungen von Tieren, künstlerische Darstellungen von den Innereien von Körpern, dann teilweise halt irgendwie komische Schriftzeichen, mit denen du nichts anfangen kannst, die aber wunderschön gestaltet sind. Die an sich schon selbst als Kunstwerk gelten können. Seht ihr, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier im Busch. Ich sag doch, dass hier irgendwas ist. Seht ihr dieses Buch, wo mit diesen ganzen Zeichnungen und das sind jetzt alte kirchlichen Texten? Ja, aber ich meine, die Bibel hat auch kirchliche Texte. Ich meine, ich muss auch jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber deswegen ist das ja noch lange nicht gefährlich. Also, aber irgendwas ist doch hier, oder nicht? Komisch. Während ich rede, würde ich Richtung Sam gehen und einfach ins Haar greifen. Oh, das solltest du nicht tun, weil in dem Moment mache ich genau diesen hier. Ich schlag deine Hand schräger deinen Arm weg. Ja, ich will mal nach Silver gucken. Mach mal. Das machen wir draußen, nicht raus. Hier drin. Ja, ich... Okay. Und genau mit diesen Worten gehe ich dann definitiv aus der Krypta raus. Okay. Ja, das Licht umgibt euch und alles ist gut, Leute. Also. Ich würde Sam einfach mal das Buch hinstrecken und sagen, ob sie vielleicht irgendwas erkennt oder irgendwas sieht. Gleich, Moment. Ich stupse in mein Haar. In der Zeit schnapp ich mir das Buch. Wenn du das so freiwillig hinhältst, was da offen liegt, meins. Ich untersuche, oder was heißt untersuche? Ich gucke nach Dings, ob es ihm gut geht. Silber. Fühle hier und da Silber. Und. Das war schon merkwürdig. Da drin hat er sich nicht bewegt. Der war total angespannt. So kenne ich die. Silver.
geht's dir wirklich gut? Und ich haul ihn so ein bisschen. Ein bisschen und ja, ich macht einen guten Eindruck. Also macht regt ein bisschen. Nöse ist ja nicht so sein Favorit. Ist Carnivore vom Frettchen. Ja. Tricky. Aber macht einen guten Eindruck. Fiep wieder fröhlich. Ist draußen. Alles fein. Ich gebe ihn dir wieder. Dem geht's gut. Ich halte ihn so fest. Entschuldigung, Zeus, dein NPC wird, Tom, dein NPC, Tobi. Okay, Tobi. Ich habe Tobi gesagt. Ja, gut. Tobi, dein Charakter wird eingeführt. Viel Spaß, Sven, aber es wird spannend. Ja, danke. Ich schaue in der Zwischenzeit Lisa an und gucke sie so ein bisschen fragend an und was sagst du dazu? Okay, ich habe mir das Buch, mein Computer macht Dinge, Entschuldigung. Ich habe mir das Buch so genommen und habe es erstmal wieder zugemacht, um quasi mir den Außenband nochmal genau anzugucken. Und ja, der wirkt halt schon super hochwertig und scheint handgebunden zu sein. Und ich habe direkt wahnsinnige Ehrfurcht vor diesem Buch. Es ist halt auch ein großer Schinken irgendwie und dick. Und wenn ich es aufschlage, dann sind das so handgebundene Leimbindung. Man kann so die einzelnen Stiche von den Blättern sehen. Und ja, ich bin super vorsichtig damit. Auch diese Metallverschlüsse sind anscheinend irgendwie handgeschmiedet oder sowas. Also es ist nichts, was man irgendwo einfach so kaufen kann. Und dann schlage ich so das Buch vorne auf und weil ich ja weiß, ne, Bücher haben vorne immer irgendwie einen Titel oder zumindest einen Autor, weil ich halt irgendwie zumindest ein Autor oder sowas von diesen ganzen wirren Zeichnungen oder zumindest mal rausfinden will, ist das irgendwie gern eine wirre Zusammenschrift von irgendwas oder scheint es irgendwie ein Inhaltsverzeichnis zu haben, was eher darauf schließen würde, dass das ein richtiges Buch ist. Es gibt kein Inhaltsverzeichnis und auf der ersten Seite steht genau das, was ich geschrieben hatte. Nämlich, miserere me ego sum maledictus. Das quasi die erste Seite, da steht das drauf. Und ich kümmere mich vertrauensvoll, während ihr das macht, um Sam und Silver. Mhm. Und okay. Wir zwei sind beschäftigt und ihr lest wieder das Buch. Das ist überhaupt nicht meins. So, ist das alles in dieser komischen Sprache? Nee, nicht alles. Es sind auch manche komische Schriftzeichen. Also doch. Nee, aber es ist ja nicht alles die gleiche Sprache. Ah. Also das eine ist Latein. So, Latein ist eine alte, antike, aber immer noch funktionierende Sprache. Genauso wie wir unsere Sprache haben, wo jedes Wort für... Und ich fange an zu erklären, wie Sprache funktioniert. Und ich weiß, dass du schon nach anderthalb Sätzen nicht mehr zuhörst. Lateinschmein ist ja gut jetzt. Danke. Das Buch deutet bestimmt auf irgendwas hin. Sonst wäre es ja in unserer Sprache geschrieben und nicht in einer Sprache, die nicht jeder lesen kann. Dieses Buch bedeutet was. Dieses Buch zeigt uns bestimmt, warum dieser Ort so ist, wie er ist. Und naja, damit, liebe Freunde, gehen wir ganz kurz in eine Pause. Maggie ist schon ganz kurz weg. Ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Wollen wir nicht abmoderieren? Nein, wir moderieren nicht ab. Ich drücke jetzt auf Pause und dann geht's direkt weiter. Pause und dann geht's gleich weiter. Da sind wir wieder und Lisa hat das Buch aufgeschlagen und blättert da gerade drin. Als ihr... ein Motorengeräusch sich nähern hört. So ein Okay, reflexartig schlage ich das Buch sofort zu und packe es in meinen Rucksack. Bloß nicht erwischt werden bei irgendwas, was nicht erlaubt ist. Hinten dran kleppert die Tür. Kommt das näher? Ja. Das Geräusch? Ja. Ja. Also es ist jemand auf der... Verpissen. Okay. Das ist bestimmt alarmgesichert gewesen oder so. Ich renne.
Ich renne. Wohin rennt er? In Richtung Fahrrad. Von kommt wo von kommt da denn das? Von Geräusch. Dem Weg, den ihr hierher gegangen seid. Ich renne querfeld also, ein. Also durch den Wald. Genau. Ich laufe ihm sofort hinterher. Ich würde auch hinterher laufen. Okay. Okay, Leute. Das ist jetzt eine Geschwindigkeitsprobe für alle. Der Mindestwurf bei Lisa mit so einem schweren Buch auf dem Rücken ist bei, ich würde sagen, 8. Und bei allen anderen ist es die 6. Darf ich neu würfeln? Nein. Oh, come on. Was muss ich tun, um, wenn ich mehr Punkte, 2 für einen Token? Plus 2 für einen Token? Genau, plus 2 für einen Token, genau. Und 8 ist der Mindestwurf? Unfair. Der 8, genau, 8 ist für Lisa der Mindestwurf, für den Rest ist es die 6. Und ja, okay, ihr könnt euch tatsächlich gegenseitig helfen. Ihr könnt Einhornpower, Lena. Oh, okay. Einhornpower, das kann ich nochmal würfeln lassen. Okay, Lisa, würfle bitte neu. Geil. Sekunde, ich warte einmal, dass der weg ist. Trommelwirbel. Uf. Yes! Deine Kaffeebohnen waren nicht umsonst. Naja, vielleicht wollte sie auch, dass du noch viel schlechter würfelst. Okay. Das niemals. Harper hatte seinen Wurf geschafft. Steven hatte seinen Wurf nicht geschafft. Lisa hat ihren Wurf geschafft und Sam hat ihren Wurf auch nicht geschafft. Es gibt noch eine Mechanik, und zwar könnt ihr euch gegenseitig helfen. Und zwar mit maximal einem Token, und jeder Token gibt ein plus 1. Bedeutet, ihr könnt tatsächlich diese Punkte gar nicht ausgleichen. Das ist völlig okay. Das heißt, Steven erhält einen Token und Sam erhält einen Token. So, weil ihr eure Proben verkackt habt. Yay. Das heißt, Lisa und Harper sind unglaublich schnell einfach weg. Die legen da so einen typischen Leichtathletik-Start hin. Und dann seht ihr eigentlich die nächsten 2 Sekunden noch die Staubwolke in Form ihrer Körper. Und ihr stolpert da so ein bisschen noch über den Friedhof, als das Quad anhält. Ich würde einfach die Lisa an die Hand nehmen und mit der davonlaufen. Kann ich uns quasi, weil ich vielleicht merke, dass wir es nicht schaffen, also mich und Steven nach unten ziehen, dass wir nicht sofort entdeckt werden würden, eventuell, weil hier ja alles verwuchert ist? In diesem Fall leider nicht, weil die Aktion ist ja schon durch. Denn das Quad hält an und ein Mann steigt ab, ein bisschen schlaksig, groß, als er den Helm abnimmt, erkennt ihn auch. Und es handelt sich um Leo Smith. Leo Smith ist ein Mitglied der Smith-Familie, denen auch die Ölfelder gehören, der sich hier wohl so ein bisschen im Heimat- und Umweltschutzverein irgendwie so ein bisschen verkünstelt und das so ein bisschen als Hobby pflegt. Er ist so um die 40. Und seine hell-stahl-graublauen Augen sehen euch sofort. Und er brüllt sofort so, ey, stehen bleiben! Jetzt könnt ihr agieren. Ganz ehrlich? Ruft ihr das uns hinterher? Oder ich laufe weiter und zieh Steven mit. Ich bleib doch nicht stehen. Also Ich stolper so ein bisschen hinterher, weil ich eigentlich kurz doch stehen bleiben wollte. Aber da ich an der Hand gepackt worden bin, stolper ich hinterher und laufe dann automatisch weiter. Ja. Hören Harper und ich das noch? Eher nicht. Oder erkennen wir die Stimme? Eher nicht. Okay, tut dann den Sticker. Okay, genau. Also, Steve und Sam, ihr beide stolpert über den
Friedhof, über die Ranken vom Efeu, über jetzt fällt mir der Name nicht ein. Grabstein. Genau, über die Grabsteine, danke. Muss nur ganz kurz. So. Jetzt geht auch die Musik weiter. Hoffe ich. Ja. Und tatsächlich, Leo schneidet euch den Weg ab, weil ihr einfach, ihr kommt halt kaum von der Stelle. Und fängt an, euch tatsächlich, nachdem er euch gestellt hat, anzuranzen. Ey, was macht ihr hier? Ich nehme geistesgegenwärtig Steven näher an mich heran und gucke ihn, also nicht Steven, sondern den anderen, Leo? Leo, genau, Leo Smith. Und gucke Leo an. Willst du das wirklich wissen? Er guckt zwischen euch beiden so hin und her. Das ist ja noch schlimmer. Ihr habt ja nichts zu suchen. Ich bin einfach überrumpelt und... Das heißt, wir dürfen jetzt gehen? Also. Oder möchtest du vielleicht dabei sein? Er guckt dir starr in die Augen, schaut sich dann hier um, sieht die umgeworfenen Grabsteine und dann die eingetretene Tür am Mausoleum. Okay, er guckt sich um. Ja. Das heißt, das dauert einen Moment. Ja. Fersengeld. Okay. Dann darfst du zuerst würfeln. Schlau. Ich will nicht hingucken. Ich hab nicht gewürfelt, auch gut. Alles wartet. Hat's jetzt geklappt? Ja, ganz solide. Es hat geklappt. Du ziehst Steven hinter dir her. Wenn du mir einen Token gibst. Mach ich. Gut. Ohne Frage. Gut. Du könntest dir auch theoretisch 2 nehmen und dir 13 gönnen statt einer 11. So. Ich nehme ihn auch auf die Hände und laufe, das ist mir egal. Sehr, sehr klein, der Nerd. Mhm. Und leicht. Ihr gebt ordentlich Fersengeld. Du ziehst Steven hinter dir her. Und ihr hört tatsächlich so 3-4 Sekunden hinter euch. Ihr verfluchten Belger, warum habt ihr die Sachen hier kaputt gemacht? Was soll das? Und das verstummt dann in der Ferne. Ihr versucht irgendwie so die Richtung zu halten und stoßt, wenn ich es euch sage, zu den anderen. Harper und Lisa. Ihr erreicht diesen kleinen Wanderplatz, diesen kleinen Ort mit dem Tisch und den Bänken, wo ihr eure Fahrräder zurückgelassen habt. Und da sitzt ein Typ, der den kennt ihr aus der Stadt, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Langer Bart. Und so vor sich auf dem Tisch sind so 3 Flaschen in braune Papiertüten gepackt. Und ein gewisser unverkennbarer Geruch weht euch bereits von dort entgegen. Ich bleib abrupt stehen und flüster zu Harper. Das ist Gurgel Gandalf. Meine Mama hat gesagt, von dem soll ich mich fernhalten. Warum lachst denn du? Entschuldigung. Also ich, warum denn? Weil der trinkt oder was? Der geht halt nicht arbeiten. Und der hat doch kein Zuhause. Ja, aber nicht arbeiten gehen heißt ja erstmal nichts. Ja. Tja, die Wirtschaftslage miserabel. Aber kein Zuhause ist merkwürdig. Und der ist mit dem Quark hier? Nee, stimmt nicht. Aber hat er uns entdeckt? Oder?
Da, aber da steht ein Fahrzeug, oder? Nö. Nee, habe ich das falsch verstanden? Okay. Ja, ja, das ist quasi wieder außerhalb des Waldes. Ihr seid bereits außerhalb. Da, dachte, wo eure wäre, Fahrräder okay, nee, okay, sind. Dann hab ich gedacht, der wäre da mit dem okay. Fahrzeug gekommen. Entschuldigung, habe ich das irgendwie falsch mitgeschrieben? Nee, das war Leo Smith, der mit dem Fahrzeug kam. Ja, ja, aber egal. Ja, okay. Ja, gut, wenn das Lisa da im Bogen drum. Ich, ja, ist okay. Wir dürfen uns nicht von dem irgendwie ein Gespräch verwickeln lassen. So schlimm? Weiß ich nicht, aber meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit dem reden. Bin ja fast geneigt, ihm Hallo zu. Oh. Ja, okay, okay. Der krabbelt sich so durch den langen Bart, den er so hat. Sieht dann irgendwas vor, guckt sich das an. Und spült das Ganze mit einer Flüssigkeit aus einer Flasche, aus einer braunen Papiertüte runter. Er kann doch nicht ganz normal sein. Weil er irgendwas isst und trinkt? Was? Wie nah sitzt denn der bei unseren Fahrrädern? Sehr nah, ne? Der sitzt genau da, wo eure Fahrräder sind. Der sitzt da auf diesen Parkbänken. Der meint, liegt ja im Gras. Genau, bei den Bänken. Okay, da endet dann der Narrativ. ich gehe jetzt die Fahrräder holen, okay? Was ist denn mit Sam und Steven? Wir können nicht einfach gehen. Nee, aber die Fahrräder will ich holen. Will ja nicht gehen. Die Fahrräder holen. Okay, dann nimm du das von Steven, ich nehm Sams mit. Dann haben wir schon mal alle Fahrräder. Ja, okay. Und lass dich nicht von ihm ansprechen. Okay. Weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber ich werde ihm nicht zuhören. In diesem Moment purzeln zwei verstörte Teenager aus dem Wald über euch drüber. Nachdem ihr euch so in ein Gebüsch geduckt habt, um Gurgel Gandalf zu beobachten. Und die stolpern mehr oder minder über euch. Wir müssen hier weg. Sei leise, wir sollen nicht mit Gurgel Gandalf reden. Was wäre los, weg hier? Dieser Leo ist dieser hinten Smith angekommen. Oder Smith, genau, hier Smith. Der ist nicht gerade glücklich gewesen. Also ich laufe auch schon fast auf die Lichtung, wenn mich der alte Öl aufhält. Ja! Nein! Doch, der ist mit seinem Quad angekommen. Wir sollten gucken, dass wir jetzt irgendwie wegkommen. Ja, dann schnell. Aber wirklich. Und ich lauf los. Ja, ich auch. Na gut. Wenn alle so aktiv sind, dann fühle ich mich auch berufen, mein Fahrrad zu holen. Okay. Ja, ihr rennt auf den Gurgel Gandalf zu und der guckt euch aus leicht wässrigen Augen an. Zuerst erstaunt, dann erschrocken. Und als ihr dann quasi auf Höhe von ihm seid und eure Fahrräder schnappt und auf eure Bikes quasi drauf springt, um loszufahren, dürft ihr alle nochmal eine Probe auf Klugheit würfeln. Moment, ich muss einmal ganz kurz speichern, bevor mir mein... Ich merke nichts. 5 Seiten Discord Sven. Dokument. Discord. Oh, Discord Sven. Mhm. Bevor mir mein 5 Seiten Dokument abrauscht. Klugheit, ja? So, genau, Klugheit. Also ich höre nichts. Nein, sehen Sie nichts. Harper und Sam merken nichts. Lisa und Steven merken was. Punkte. Genau. Raid-Wurf. Ihr schafft Dinge. Okay. Und zwar. Ähm,
Nachdem er zuerst in einer Art Schockstarre war, als ihr auf ihn zugerannt seid, die anderen waren bereits, guckt ihr beide nochmal zurück und guckt, ob ihr der Situation entkommen seid, da seht ihr, wie der unter dem Tisch kauert. Wie der Gurgelgandalf. Komische Kerl? Genau. Der Kerl kauert unter dem Tisch, als würde er sich verstecken wollen. Alles in Ordnung? Nee, du bist schon weg. Ach so. Ja, ja. Okay, sind wir schon weggefahren oder stehen wir noch daneben? Nee, ihr seid auf eure Fahrräder gesprungen und ihr beide habt euch umgeguckt. Also Lisa und Steven haben sich umgeschaut, um zu sehen, ob ihr von Leo Smith oder vom Gurgel Gandalf verfolgt werdet. Und kurze Zwischenfrage. Ja? Kenne ich diesen Mann? Also den kennt man über in der Stadt. Das ist ein stadtbekannter Penner. Okay. Ja. Aber man hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, er hat jetzt irgendwie keine Schilder mit Ende der Welt oder irgendwie sowas mal in die Luft gehalten oder irgendwie sowas. Nicht, dass du wüsstest. Okay. Gerne. Papa? Vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht ist man deswegen mal mit ihm in Kontakt getreten irgendwie, deswegen. Genau. Also, Verschwörungstheoretiker unter sich. Genau, beim anonymen Verschwörungstheoretiker-Treffen haben wir uns mal gesehen. Deswegen frage ich, ob ich irgendwie vielleicht eine Art, Beziehung ist vielleicht der falsche Begriff, aber... Ja, aber ob du ihn besser kennst, nein, tust genau, du nicht. Genau, ob ich ihn besser kenne oder ob es der Penner der Stadt ist sozusagen. Es ist ein Obdachloser in der Stadt, okay. Ja. Genau, in der kleinen Stadt. Und wie gesagt, also ihr seid schon dabei, in eure Pedale zu treten. Sam und Harper sind euch ein ganzes Stück voraus. Und ihr beide guckt halt so über die Schulter, ob euch Gurgel Gandalf oder Leo Smith halt verfolgen. Und dabei seht ihr, dass er sich halt unter den Tisch verkrochen hat. Genau. Ich würde es wahrnehmen und würde wahrscheinlich einfach weiterfahren. Ja, ich auch. Mama hat verboten, dass ich mit ihm spreche. Ja, alles gut. Alles gut. Ihr fahrt weiter in Richtung Stadt und seid da auch tatsächlich 10 Minuten später, denn alles in Kids on Bikes ist immer so ungefähr in 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar. Das ist auch nochmal so eine kleine grundsätzliche Regel. Ich wollte mich während der Fahrt nochmal ein, zwei Mal umschauen. Ja, tatsächlich werdet ihr nicht weiter verfolgt. Puh. Okay. Holen wir die anderen zwei wieder ein? Ja. Ja, ja. Die gucken dann ja auch irgendwann über die Schulter, sehen, dass ihr hinter ihnen fahrt und dann verfallt ihr so in das typische Fahrradfahren. Sag doch, irgendwas ist da hinten komisch. Warum hätte er sonst da... warum hätte Smith denn sonst da hinten auftauchen sollen? Und warum hätte ihn das Mausoleum interessieren sollen? Das ist eine gute Frage. Sag ich an der Fahrt. Ja, aber es macht ja auch keinen Sinn. Also, ja, du hast recht, aber der ist ja nicht dahin gekommen, weil wir da sind. Wissen wir nicht. Ja, wie soll er das denn, woher soll er das denn wissen? Ich könnte mir vorstellen, dass er so oder so dahin gekommen wäre. Weißt du, wie laut das gewesen ist, als du die Tür eingetreten ja, hast? Ja, genau, die Tür durch den Wald. Genau. Aber Lisa, bitte. Aber was sollte er sonst um diese Uhrzeit in diesem Wald? Hat einer von euch darauf geachtet, ob diese... Es war ja ein Quad, ne? Ja, genau. Ob es irgendwo Quadspuren gab? Ja, bei mir auf dem Acker. Jeden Morgen gibt's Quadspuren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der junge Smith ist. Ach, du meinst im Wald? Ja, im Wald meinst du. Ach so, nee, hab ich nicht gesehen. Da waren auch keine. Ich hab doch den Boden angeguckt. Da war auch nichts in der Art. Aber dann hätte er immer laufen müssen und nur heute ist er mit dem Quad hingefahren. Das macht keinen Sinn. Ja, sag ich doch. Naja, aber vorne am Wanderweg waren schon Quadspuren. Da, wo wir die Fahrräder liegen gelassen habt ihr die nicht gesehen?
Nee. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber gut, dass du es mitbekommen hast. Doch, das heißt vorne schon. Das heißt, er ist auf jeden Fall öfters hier gewesen und war jetzt nur gerade da, als wir da waren. Ja, aber warum ist er denn bis dann dahin gefahren? Das ergibt ja keinen Sinn. Ja, warum sind wir dahin gefahren? Aber viel wichtiger ist die Frage, warum hat er uns Sand aufdecken? Naja, offensichtlich haben wir gerade eher was zerstört. Boah, das würde ich jetzt so nicht sagen. Was für ein kaputt. War doch schon, die Tür war doch wirklich schon. Die Tür war wirklich schon kaputt. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, als wir losgefahren sind, dass Gurgel Gandalf sich unter der Bank versteckt hat. Habt ihr das gesehen? Wir haben ihn bestimmt erschrocken, weil wir so laut waren oder so. Ich versuche irgendwie mein schlechtes Gewissen, dass ich da einen Erwachsenen irgendwie anscheinend ein Unwohlsein oder wie bereitet habe, irgendwie wegzureden. Warum sollte der ist sowieso sich nicht ganz dicht. Wahrscheinlich warum, hat er sich nur irgendwas gedacht. Aber warum sollte sich ein Erwachsener unter einer Bank verstecken, weil vier jugendliche Kinder da auf ihn zugestürmt kommen und sich die Fahrräder schnappen? Ganz dezent an mir runter und gucke Steven an. ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum er Angst vor uns hätte haben können. Das ist wirklich seltsam. Also ich weiß es nicht. Wenn er eh nicht ganz richtig im Kopf ist, wer weiß, was er gesehen hat. Vielleicht dachte er, einer von uns, ich will jetzt niemanden beim Namen nennen, ist vielleicht ein auferstandener Geist, der ihn heimsuchen wollte oder so. Aber was macht der Smith da? Ja. Das regelmäßig. Ich sag doch, irgendwas ist da hinten im Gange. Und ist das nicht alles Normales da? Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Das ist doch schon mal sehr gut, dass ihr das so denkt. Das hat bestimmt was mit dieser Geschichte zu tun, von der ich euch vor uns erzählt habe. Das hängt alles irgendwie zusammen. Nee. Haben wir irgendwo eine Uhr? Also kann ich abschätzen, wie viel Uhr wir gerade haben? Also du hast garantiert eine Uhr. Stimmt. Mhm. Ich gucke auf die Uhr. Ja, ist so circa 18 Uhr. Ist okay, aber das ist noch ungefähr vier Stunden hell. Wie viel Uhr wir haben, es klingt vielleicht blöd, aber wollen wir morgen um die gleiche Zeit nicht einfach ein bisschen früher herkommen und uns im Wald verschanzen und gucken, ob der wiederkommt? Apropos und ich Zeit, wie viel Uhr ist es eigentlich? Wir haben circa 18 Uhr. Sonst? Ich muss nach Hause meiner Mama mit meinen Geschwistern helfen. So spät ist es schon. Ja. Mama. Ich habe keine Zeit mehr. Lass uns das morgen in der Pause besprechen. Ich muss nach Hause. Meine Mama wird stinksauer sein. Und mit den Worten schwinge ich mich aufs Fahrrad und schnappe meinen Rucksack und bin weg. Was? Tschüss, Lisa. Buch. Ja. Ja. Dann besprechen wir das morgen in der Pause. Wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir dieses Buch irgendwie, dass wir die Sätze, die da drin stehen, irgendwie übersetzen können. Weißt du noch, was da genau drin stand? Nur dieser Part mit, ich muss noch mal ganz kurz unser Spielleiter helfen. Miserere me ego sum maledicta. Ich war das nochmal übersetzt. Das, ich und Fremdsprachen. Weißt du nicht. Alles davon kannst du nicht übersetzen. Aber du weißt ungefähr, was da stand. Genau, du kennst dich in der Bibliothek aus. Genau. Erbarme dich meiner. Oder genau. Bedauere mich oder sowas. Genau, weil und? Ein Teil in diesem Buch hieß, oh Gott, sorry. Irgendwas mit Bedauern. Genau. also ich weiß noch grob, was drin stand. Weißt du, wie lange die Bibliothek auf hat? Weiß ich das? Also eigentlich müsste ich es wissen. Und die Bibliothek schließt jetzt langsam. Also so bis. Ja, dann schaffen wir es wirklich nicht. Dann behalt dir das einfach. Und sobald die Bibliothek wieder auf hat. Habe ich einen Stift und einen Zettel dabei? Ja.
Dann würde ich mir das aufschreiben. Mhm. So ein kleiner Notizblock, ne? Also wenn ich den nicht dabei hätte als jemand, der solche Theorien hat. Genau. Warte mal, dann machen wir das. Deswegen machen wir keine Inventory-Verwaltung. Hast du das noch im Chat? Steht das noch irgendwo im Chat? Dann würde ich es mir kurz selber aufschreiben. So, dann pause ich es dir nochmal in den Chat. Ich würde. Mein Chat hat sich getrennt. Wenn wir das. Wenn jetzt die Lisa schon nach Hause geht und ihr nochmal in die Bibliothek wollt, ich muss ja eigentlich noch was auf dem Hof machen. Ja, wir kümmern uns morgen drum. Du musst auf den Hof. Ich gehe davon aus, Steven muss auch nach Hause. Bei mir ist es nicht so schlimm. Aber langsam kriege ich zu Hause. Egal. Die muss noch putzen. Ja. Also meine Mutter kommt eh erst sehr spät nach Hause. Die sehe ich meistens eh nicht. Aber die arbeitet im Diner. Im Diner und sie tut, wenn das Diner fertig ist, geht sie bei den Bürogebäuden putzen. Arbeiten da überhaupt Leute? Ich sag gelegentlich sieht sie welche, aber eher selten. Das passt zu den Gerüchten, die im Umlauf sind zu diesem Bürogebäude. Der und es gehört auch den Smiths und den. Die habe ich ja eh gefressen. Gut. Harp, dann geh du wieder zur Farm. Nicht, dass du jetzt auch noch Ärger kriegst. Ah, ist ja keiner da, der Ärger. Ach so, ja dann. Aber die trotzdem. Tiere bist trotzdem rein. Die Tiere, ja. Ne? Um die Tiere muss man sich ja kümmern. Ja. Und ich gehe mit Steven einfach nochmal was essen. Und okay. Dann kann er vielleicht nochmal seine Mutter sehen. Weiß ich nicht. Aber. Ich hab Hunger. 18 Uhr müsste sie, glaube ich, dann schon beim. Oder? Weiß nicht, wie. Entscheidest du? Jawohl. Bitte? Entscheidest du? Gut, putzen tust du meistens eher so ab 19 Uhr, glaube ich. Ja, da würde ich sagen, sie arbeitet noch bis 19 Uhr ungefähr im Diner. Mhm. Aber sag nichts von Silver. Das werde ich ihr ganz, ganz, ganz gewiss nicht sagen. Du weißt gar nicht, wie sie manchmal reagiert, wenn ich ihr meine Geschichten erzähle. Als ihr das Diner erreicht, sitzt da eine Person, die dir gut bekannt ist, Steven. Er ist 18, 19 und er blickt dich mit auffallend freundlichem Gesicht an. Bruder, schön, dass du da bist. Frank, was machst du hier? Ich bin irritiert. Wollte nur etwas essen. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich aber hatte ja, wir wollten heute auch essen etwas, gehen. Ich hatte etwas früher Platz. Wie heißt denn deine kleine Freundin? Und er lächelt Sam an. Und ich gucke ihn sehr misstrauisch an mit hochgezogener Augenbraue. Creepy. Ich deute es auf Sam und sage, das ist Sam. Sie ist neu in der Schule. Hallo Sam, ich bin Frank. Ich bin Stevens älterer Bruder. Hi. Warum muss er das älter betonen? Wollt ihr euch vielleicht setzen? Bis euer Essen kommt, könnt ihr ein paar Pommes von mir haben. Ich zupfe ganz unauffällig an Stevens Ärmel. Ich guck so hier rüber. Schüttel ganz langsam den Kopf. Also wirklich fast in Zeitlupe. ich glaube, wir müssen noch kurz wohin. Ihr habt ein Date. Okay, ich verstehe. Tut mir leid, ich wollte nicht aufdringlich sein. Habt einen schönen Abend. Und danke. Beugt sich vor und isst halt seinen Burger weiter. Du auch. Tschüss, Frank. Bis später. Deine Mom kommt aus der Küche, wo sie gerade ein paar Sachen für die Bedienung rausgeholt hat, um Leute zu bedienen. Sieht dich. Gib dir direkt einen Schmatz auf den Kopf. Hey Steven. Guck dann so auf die Uhr im Diner, die so über der Küchentür hängt. Und so,
Hm, so spät noch draußen? Guck dann Sam an. Oh, Entschuldigung, ich bin Erika. Hi. Hi, ich bin Sam. Und ich lächel sie an. Kann ich was für euch tun? Oh, wir würden gerne was essen. Was kannst du empfehlen? Ich weiß, ist immer blöd, wenn eigener Sohn, aber was kannst du empfehlen? Ich bezahle auch. Okay, du siehst mir aus wie der Cheeseburger-Typ. Steven kriegt einen normalen Burger und von mir kriegt ihr natürlich noch einen Apple Pie mit Schlagsahne. Das klingt sehr gut. Mhm. Das nehmen wir. Wollt ihr noch ein paar Shakes? Ich guck ja. Steven an. Erdbeer, Schoko, doch. Vanille? Erdbeer. Ich wollte gerade sagen, in der Reihenfolge. Nein, Vanille. Sie guckt dich ein bisschen an. Bevor sie dann quasi die Teller weiterbringt. Setzt euch doch schon mal an die Bar. Sagen, wo setzen wir uns hin? Ja, machen wir. Mhm. Ja, dann bedient sie kurz Leute, schenkt Kaffee nach, gibt eure Bestellung durch. Läuft dann auch bei Frank vorbei und der hält sich mit Frank so ein bisschen getuschelt. Guckt dabei immer wieder rüber. Ihr glaubt zu hören, die sieht ein bisschen aus wie Cindy Lauper, oder? Ja, und euer Essen kommt dann auch. Wie weit sitzt man eigentlich weg von meinem Bruder? Weit. Ja, also an der Bar auf der anderen weit Seite, weil ihr habt ja ein Date, es ist nicht unhöflich. Das ist creepy. Das ist ein Mysterium, das können wir mal rauskriegen. Ich bedanke so mich ist. Fürs Essen und für die Getränke. Und wann habe ich das letzte was gegessen? Heute Morgen. Guten Appetit. Guten Appetit. Und Njomf. Was sehr auffallend ist, die Schminke verläuft nicht. Okay, jetzt müsste ich fragen, fällt mir das als 15-jähriger Junge? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ja. Aber seiner Mutter wird's auffallen. Ja, sie ist, ja, Cindy Lauper, wie sie gesagt hat. wenn ihr sonst gerade nichts habt, würde ich zum Abend und zur Nacht übergeben. Also ich würde sagen, wir essen halt und unterhalten uns halt über das Vorgefallene erstmal. Mhm. Ganz platonisch sozusagen. Ja, genau. Das macht das am einfachsten. Ich frage auch nicht wegen dem Bruder, das mache ich irgendwann anders. Mhm. Ja, das wird noch ein Thema. Beim Bezahlen bezahle ich wirklich und ich lasse auch Trinkgeld da. Mhm. Okay. Geht ihr, bevor sie das Geld einstreicht oder, also so wie man das halt in den Staaten macht, so ne, $20 hinlegen, fertig, gut ist? Oder wartest du und drückst dir das Geld in die Hand? Nee, ich denke, ich würde sie in die Hand drücken, wirklich, weil es ist ja die Ma von Steven und das ist, glaube ich, persönlicher und freundlicher. Okay, gut, dann bedankt sie sich, will dir natürlich rausgeben, du hebst dann so die Hand, sie nickt dann und sagt nochmal Danke und ja. Also, dir fällt auf, dass es ihr auffällt. Ja, und ich sage, es war sehr lecker. Ich sag, danke, Mom, bis später, wenn du dann wieder zu Hause bist. Ja, spät, Schatz. Aber denk dran, Essen ist für dich auch noch im Kühlschrank, ne? Okay, Mom. Gut. Du isst zweimal am Abend? Das muss ich mal noch rausfinden, ob ich noch zweimal esse. Oder ob das Mittagessen für morgen ist. Genau. Wahrscheinlich ist das dann das Mittagessen für morgen, weil du hast es heute nicht gegessen. Ja, nach euren abendlichen Aktivitäten fallt ihr hier todmüde ins Bett. Und ihr alle habt schlimme Albträume von Tieren,
die in der Nacht zu euch kommen und euch beißen und kneifen und kratzen und zerfetzen. Und ihr alle wacht mit einem Gefühl des drohenden Unheils am nächsten Morgen wieder auf. Und hier endet Episode 2 von Kids on Bikes Abenteuer in Willowbrook. Sehr schön. Sehr schön. Und das war sehr unterhaltsam. Und ich verabschiede mich, glaube ich, direkt von YouTube und wir beenden die Aufnahme und dann haben wir noch ein paar Minütchen Zeit, hier mit dem Chat live über die Ereignisse zu reden und uns interviewen zu lassen. Also. Danke fürs Einschalten, YouTube. Ja, bis zum nächsten Mal. Dank. Dankeschön, bis dann. Bis zum nächsten Mal, ciao.